Damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um Erik Erikssons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung gehen, um die gesamten 8 Phasen, die sich dort vorfinden lassen. Dabei haben wir über das Thema ein Buch geschrieben. Falls euch das interessiert, könnt ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Das soll es aber von der Werbung gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Wir haben heute nicht viel Zeit, denn wir haben 8 Minuten für 8 Phasen und dementsprechend möchte ich auch direkt die erste Phase für euch darstellen. Die erste Phase in Erik Erikssons Modell beschäftigt sich logischerweise direkt mit dem Neugeborenen. Es ist ja ein Modell, was über die gesamte Lebensdauer sich mit dem Menschen beschäftigt, mit seiner Entwicklung, mit seiner identitären Entwicklung. Wie wird seine Identität entwickelt? Wie entwickelt sich auch seine Psyche? Und in der ersten Phase steht der Konflikt Urvertrauen gegen Urmisstrauen gegenüber. Das heißt, hier geht es darum, zu gucken, ob man der Welt vertrauen kann, beziehungsweise ob man ein grundsätzliches Urmisstrauen gegenüber der Welt hat. Und bei Erikson ist es ja so, dass es ein bipolares Modell ist. Das heißt, in dieser Welt, beziehungsweise in seinem Modell, stehen sich immer sozusagen Krisenkonflikte gegenüber. Hier Urvertrauen, hier Urmisstrauen. Und dann soll sich praktisch ein Gleichgewicht zwischen beiden einpendeln und dementsprechend Urvertrauen ist die eine Größe, insbesondere bei der Mutter ist das natürlich vorhanden. Man möchte sich praktisch komplett der Welt anvertrauen und Urmisstrauen ist das fehlende Vertrauen. Aber die ideale Mitte liegt dazwischen, nämlich dass man natürlich ein gewisses Urmisstrauen gegenüber der Welt hat, um in der Gesellschaft sich zu integrieren zu können und ein gewisses Urvertrauen gegenüber der Gesellschaft hat, damit man eben die wichtigsten Vertrauensarten vorfinden kann. In der zweiten Phase finden wir dann die Autonomie versus den Scham und Zweifel. Das heißt, hier soll man versuchen, als eigenständiges Wesen hervorzugehen. Das Kind wird jetzt älter, es hat mehr Möglichkeiten, eigenständig Dinge zu erledigen und dementsprechend die Autonomie. Scham und Zweifel sind natürlich dabei Konflikte, die immer wieder auftreten, insbesondere weil das Kind natürlich immer wieder Probleme aufzeigt, immer wieder Probleme hat und dementsprechend auch Scham gegenüber seinen Eltern, gegenüber anderen Mitmenschen hat. Und das ist natürlich ein Gefühl, was in der zweiten Phase dann bewältigt werden soll, beziehungsweise soll das Individuum als eigenständiges Wesen hervorgehen. In der dritten Phase steht dann die Initiative versus das Schuldgefühl. Das dürft ihr jetzt nicht so gleichsetzen mit der zweiten Phase, denn in der dritten Phase geht es wirklich darum, dass das Kind jetzt eigenständig Initiative ergreift, eigenständig Dinge erledigen möchte, eigenständig Aufgaben bewältigen möchte, gleichzeitig aber ein ständiges Schuldgefühl besteht, weil gewisse Aufgaben nicht erledigt werden können. Und hier ist es ganz wichtig für die Eltern bzw. für die Erziehenden, hier ist es ja meistens schon das Grundschulalter bzw. Kindergartenalter, dass Aufgaben gestellt werden, die durch Initiativergreifung bewältigt werden können, aber gleichzeitig auch immer wieder Schuldgefühle, das Anregen, die Initiative zu ergreifen, beziehungsweise immer wieder auch das Kind gewisse Grenzen aufzeigen. Also Grenzen aufzeigen, ein ganz wichtiger Teil der dritten Phase, aber auch ein sehr wichtiger Teil der vierten Phase. Denn die vierte Phase ist für Erik Erikson die wichtigste Phase des Jugendlichen, beziehungsweise des Kindes. Es ist eine Phase, die vergleichbar ist mit der Latenzzeit zu Sigmund Freud. Wir haben dazu ja auch nochmal ein extra Video gemacht, falls euch das interessiert. Aber Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl natürlich ein ganz wichtige Phase, wenn man sich anguckt, was da passiert. Denn prinzipiell sollen die Kinder ihren Werksinn ausprägen. Das heißt, sie sollen sich integrieren können in die Gesellschaft, immer wieder neue Aufgaben bewältigen können. Andererseits können gewisse Aufgaben in diesem Zeitraum noch gar nicht bewältigt werden. Und das führt dann zu einem Minderwertigkeitsgefühl. Das Minderwertigkeitsgefühl ist dabei aber identitätsfördernd und entwicklungsfördernd. Das heißt, Erik Erikson sagt, dass dieses Minderwertigkeitsgefühl durchaus wichtig sein kann und durchaus fördernd sein kann, durchaus förderlich für die Entwicklung sein kann. In der fünften Phase finden wir dann die Identität versus die Identitätsdiffusion. Das ist die Phase der Adoleszenz, der Pubertät bei dem Jugendlichen. Und hier bildet sich die Identität maßgeblich aus. Es sollen durch verschiedene Moratorien, also Schutzräume, die für die jeweiligen Jugendlichen bestehen, sollen praktisch die Identität ausgebildet werden. Es sollen Schutzräume existieren, damit man verschiedene identitäre Bewegungen
verlassen kann. Das heißt, dass man auch die Identität weiter ausbilden kann. Dem gegenüber steht die Identitätsdiffusion, die praktisch den kompletten Wegfall einer eigenen Identität beinhaltet. Das heißt, hier wäre es so, dass die Identität komplett mit der Umwelt diffundiert, weil man keine eigene Identität ausbildet und dementsprechend die Identität komplett wegfällt. In der sechsten Phase haben wir dann den Einstieg zum Erwachsenenalter. Es geht um die Intimität und Solidarität versus Isolierung. Und hier ist es ganz wichtig, dass man aus den vorherigen Phasen hervorgeht und praktisch schon eine Identität ausgebildet hat, autonom in die Gesellschaft sich integrieren kann. Typisches Alter ist hier so das Studentenalter bzw. Ausbildungsalter. Isolierung würde natürlich heißen, dass man sich komplett von der Gesellschaft abgrenzt und nicht als Teil der Gesellschaft versteht. Dagegen steht die Intimität und Solidarität und diese beinhaltet natürlich, dass man sich Kontakte knüpfen kann, in der Gesellschaft integrieren kann, gleichzeitig aber auch ganz wichtig, dass man eine langfristige Beziehung aufbauen kann, die dann wiederum für die siebte Phase relevant wird. Die siebte Phase ist der Großteil des Lebens, denn hier findet wirklich das meiste statt. Das ist eine Phase, die laut Erikson sehr lange geht. Er hat sich ja insbesondere bei den ersten fünf Phasen hat er dieses Kindesalter sehr detailliert unterteilt. In der siebten Phase definiert er dann aber nur noch einen großen Konflikt, der das ganze Leben praktisch bestimmt, nämlich die Generativität versus Stagnation. Für ihn ist Generativität, dass man an einer Gesellschaft etwas beiträgt, dass man dazu beiträgt, dass eine zukünftige Generation ebenfalls in der Gesellschaft aufwachsen kann. Und wenn dies der Fall ist, dann ist es tatsächlich so, dass man generativ ist und dementsprechend sich super an der Gesellschaft beteiligt. Wenn das der Fall ist, dann kann man beispielsweise Kinder kriegen oder es kann auch sein, dass kinderlose Paare beispielsweise generativ sind, weil sie sich in irgendeiner Form für andere in der Gesellschaft einsetzen. Stagnation hingegen ist das Gegenteil. Es ist gleichzusetzen mit Isolierung. Man möchte sich nicht in die Gesellschaft einbringen. Man ist nicht gesellschaftsfördernd und dementsprechend schürt man praktisch Konflikte und ist dementsprechend nicht für die Gesellschaft zuträglich. Man ist kein autonomes Individuum, was sich in die Gesellschaft integriert hat. Und dann kommen wir auch zur letzten Phase. Das ist gleichzusetzen mit dem Rentenalter praktisch. Achte Phase. Man verlässt sozusagen seinen Beruf, geht in das Rentenalter über. Und hier findet der Konflikt zwischen Ich-Integrität und Verzweiflung statt. Man soll praktisch mit seinem Leben zufrieden sein, man soll es als Ganzheit verstehen und dementsprechend akzeptieren gegenüber, was man als eigenständiger Mensch geschaffen hat und eventuell sich auch nochmal für die Generation, für die Generativität einsetzen. Dementsprechend das oberste Ziel hier, dass man sich selbst als glückliches Wesen innerhalb der Gesellschaft begreift und dass man mit den Ergebnissen zufrieden ist. Verzweiflung würde dann eintreten, wenn man nicht damit abschließen kann und dementsprechend Probleme hat, sozusagen sein Leben als positives Ganzes zu verstehen. Und damit soll es auch gewesen sein von unserem Video rund um Erik Erikson. 8 Minuten, 8 Phasen haben wir, glaube ich, sehr gut geschafft. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo da und dann war es das mit dem Video. Haut rein und ciao!